über Europa, sind Brücken zu Europa, zu jenem Europa, von dem ein großer lebender europäischer Staatsmann gesagt hat, ich möchte noch einmal erleben, durch das alte Europa ohne Pass und ohne Grenzschwierigkeiten reisen zu können. Unsere Reise beginnt heute in Stockholm, der schwedischen Metropole am Mälarsee. Wir geraten sehr schnell in den Strudel der Hauptverkehrsstraße von Stockholm, der Kungsgatan, der Königstraße, mit dem berühmten Orpheusbrunnen, dem Sammelplatz der Studenten, die durch den Brunnen daran erinnert werden, dass auch hier die Frauen in der Überzahl sind. 7 Frauen und ein Mann. Das sind nackte Tatsachen, die nicht zu übersehen sind. Ebenso wenig wie jene geniale, einmalige Verkehrsregelung, die uns auf der Slussen überrascht, der Verkehrsschleuse, die mitten in der Großstadt den stärksten Betrieb vorbildlichst regelt. Die Gefahr, hier unter die Räder zu kommen, ist bei weitem nicht so groß wie bei uns, wo leider viel zu viel verkehrt wird. Wenn das Nachtleben am Stureplan beginnt, verlässt allabendlich der Skandinavien-Rom-Express pünktlich das nordische Venedig zur Fernfahrt dem südlichen Venedig entgegen und wir schließen uns dieser Reise durch 5 Länder Europas mit Begeisterung an. Den neuen Tag begrüßen wir bereits in Malmö. Die internationalen Kurswagen nach Amsterdam, Paris, Rom setzen über auf die Fähre nach Kopenhagen. Mit Mann und Maus und Wagen bringt uns das Fährschiff, ein 6000-Tonnen-Dampfer, über den großen Belt. Auf diesem Fährschiff genießt der internationale Fahrgast nicht nur Wasser, ich will sagen das Wasser, das ihn umgibt, sondern all die gastronomischen Leckerbissen, um deretwillen allein schon die schwedische Gastfreundschaft so berühmt geworden ist. Man beschränkt sich übrigens dabei nicht nur auf den Genuss von Schwedenplatten. In Kopenhagen fällt uns sofort auf, dass hier die Radfahrer den Ton angeben und das Tempo. Man sieht, es ist offenbar niemand und nichts faul im Staat Dänemark. Bald passieren wir die große Brücke über den kleinen Belt, eine der großen Sehenswürdigkeiten der Welt. Wenig später haben wir bereits deutschen Boden unter den Rädern bei Rendsburg. Unser Zug überbrückt in schwindelnder Höhe den Nord-Ostsee-Kanal und nun geht es im Eilzug, oder richtiger gesagt im Expresstempo, durch die alte und doch ewig junge Hansastadt Hamburg. Und von hier aus weiter Zug um Zug durch die weiten deutschen Lande. Der Beschauer wird mit uns das sichere Gefühl haben, wir fahren gut dabei. Während unser Express über Hannover, Kassel, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg dem Süden zu eilt, suchen wir das gleiche Ziel auf der alten Verkehrsstraße des Rheintales zu erreichen. Wir erlauben uns also einen kleinen Abstecher. Köln am Rhein ist deutlich erkennbar, neues Leben blüht aus den Ruinen. Auch die große Rheinbrücke erfüllt wieder ihre Aufgabe im Dienste der internationalen Verbindungen. Wer jemals das Erlebnis einer Rheinfahrt, Rheinab oder Rheinauf, gehabt hat, wird es lange in der Erinnerung festhalten.
Solch eine Fahrt ist der Wunschtraum ungezählter. Und die oft gesungene Frage, warum ist es am Rhein so schön, erhält hier ihre natürliche Antwort in der Überfülle bezaubernder Ausblicke auf landschaftliche und bauliche Köstlichkeiten. Wir erfreuen uns dabei nicht nur am Anblick der Täler, Weinberge und alten Burgen, sondern eigenartigerweise auch am Anblick der Ruinen. Wir verlassen den gurgelnden Vater Rhein am berühmten Dreiländereck, wo bereits drei europäische Nationen, die Schweiz, Frankreich und Deutschland, fest zur Stange halten. Dass wir uns an einer Grenze befinden, beweist der uniformierte Herr, der mit erstaunlicher Höflichkeit für rasche Zollabfertigung Sorge trägt. Während sich nun bis hierher der Schienenweg und der Rhein die Verkehrsaufgaben teilen konnten, übernimmt hier im Basler Umschlaghafen die Eisenbahn wieder die Lasten, die der Rhein an Gütern aus Übersee, aus dem hohen Norden und vor allem aus dem Ruhrgebiet herangetragen hat, zum Weitertransport über die Alpen in den Süden. Weizen oder Kohlen, alles wird hier waggonweise mit viel Geschick verschoben. Daher der Name Verschiebebahnhof. Die über die Grenze aus Deutschland kommenden Güterzüge wechseln hier zwar nicht den Besitzer, aber die Lokomotive. Sie werden abgehängt. Auch hier geht es nicht ohne gewissenhafte Amtshandlung und ohne Kontrolle ab. Das nennt man Kontrollleiter. Ich meine den Mann. Jetzt geht's abwärts. Und sofort sehen wir, dass wir weiterkommen. Hier treffen wir auch unseren Skandinavien-Rom-Express wieder, der planmäßig auf die Sekunde einläuft. Von den Touristen aus dem hohen Norden und den übrigen Fahrgästen wird der kurze Aufenthalt nutzbringend verwendet zum Zug- bzw. Geldwechsel. Zum Gesinnungswechsel reicht die Zeit nicht aus. Wir beobachten ein internationales Austauschverfahren. Gute deutsche Papiermark gegen harte Schweizer Fränkli. Wer einkaufen kann, hat mehr vom Leben. Obst und Südfrüchte lassen bereits deutlich den sonnigen Süden ahnen. Via Roma. Wieder ist die Fahrt im Gang. Desgleichen der Schaffner. Betreut von den liebenswürdigen Beamten der modernsten Schweizer Leichtmetallzüge geht es, oder besser bzw. richtiger gesagt, fährt es parallel der Axenstraße vorbei am herrlichen Vierwaldstätter See dem Gotthard entgegen. Wir winken dem prominentesten Schweizer, Wilhelm Tell, noch einen freundlichen Gruß zu
und genießen in vollen Zügen, das heißt, so voll sind die Züge ja gar nicht, von denen aus wir die vielfältigen Reize der fremden Landschaft genießen. Wir wissen, der Mensch hat im Allgemeinen eine verständliche Sehnsucht nach der Fremde, während man in der Schweiz, in Italien oder in Bayern hauptsächlich eine Sehnsucht nach den Fremden hat. Um dieses Kirchlein, beziehungsweise um diesen Ort Wasen, windet sich die Bahn hinauf, gewissermaßen in höhere Regionen. Jedenfalls zum höchsten Punkt unserer Reise, der Station Göschenen. Und damit sind wir über dem Berg. Und nun geht's abwärts. Es wird uns schwarz vor den Augen, im berühmten Gotthardtunnel. Das wird Ihnen vielleicht ein wenig lang vorkommen, aber das liegt daran, der Tunnel ist 17 Kilometer lang. Ein so gewaltiges Bauwerk hat naturgemäß in jeder Hinsicht große Opfer gekostet. Eine würdige Gedenktafel erinnert an die Männer, die bei diesem Werk ihr Höchstes eingesetzt haben. Von Airolo aus sausen wir steil abwärts der prachtvollen und üppigen Vegetation des Tessins entgegen. Die Temperaturen und unsere Erwartungen steigen. Hier stoßen wir auf ein gigantisches technisches Meisterwerk, den dreifachen Kehrtunnel bei Piano Tondo, den wir im Modell anschaulichst demonstriert bekommen. Wir können genau beobachten im Innern des Berges die erste Kehrtwende, dann die zweite Wendung. Und nach der dritten Kehre darf erwartet werden, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Die Brücke der alten Gotthardstraße bleibt den Fußgängern überlassen. Mit offenen Armen empfängt uns hier ein Fleckchen Natur, das der liebe Gott sicher in seiner besten Sonntagslaune geschaffen hat. Bellinzona, das Herz der italienischen Schweiz. Doch auch hier sind der Begeisterung Schranken gesetzt. Sogar für Radfahrer. Da geht freie Bahn dem tüchtigen Skandinavien-Rom-Express, der ungehindert in sausender Fahrt über den Damm von Melide, der den Luganer See teilt, dem gepriesenen Italien entgegeneilt. Dem südlichen Pfeiler der Brücken über Europa.